ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ich habe mich mit meiner Freundin getrennt. Wir hatten einfach einen ganz unterschiedlichen Schlafrhythmus. Die schläft gerne länger und ich gerne mit anderen Frauen. Was ist nicht so vorteilhaft für eine Freundin? Sorry, riechst du es auch hier? Was riecht hier so nach Geld? Ach, das bin ich. Vielleicht, wo der Bahnhof ist? Einmal ja. Da runter und dann ja, noch links. Okay, weil ich muss echt richtig eilig sein, weil ich habe gerade erfahren, dass meine Freundin schwanger ist. Nee. Ja. Ab jetzt muss ich bei mir wirklich alles ändern, ja? Mein Name, meine Adresse, mein Wohnort. Du willst das Kind gar nicht haben. Nein, die wird, also, du Arschloch. Die wird mich nie wiedersehen. Oh, du Arschloch. Warum? Das ist doch gar nicht korrekt. Ja, warum? Ich wollte das nicht. Ich bin alleine. Bastian, warum verholtest du da nicht? Das ist von Unfall passiert. Mhm. Sie ist nicht die Einzige, die von mir schwanger ist. Sorry, kurze Frage. Könnt ihr einmal für meine Freundin ein Video von mir machen mit meinem Handy? Ja, natürlich. Perfekt, danke euch. Kann ich fragen, wer sie sind? Weil es machen die ganze Zeit so Leute Bilder mit ihnen. Ja, ich bin André Tate. Ah, okay. Ja, ein paar Leute kennen mich hier, ja? Okay. Ganz ruhig schon Film, ja? Hey, Sandra, ich habe gehört, dass du deine Wohnung bald verlierst. Ich wollte dir wirklich nur sagen, ey, das tut mir ja wirklich leid, ja? Eigentlich kennst du kein Dach über dem Kopf, ja, nur aus meinem Cabrio. Ja, die Zeiten ändern sich, weißt du? Während du wahrscheinlich deine Wohnung verlierst, stehe ich hier mit meinen zwei neuen Freundinnen. Die filmen auch gerade für mich, ich kann sie kurz mal zeigen. Sandra, tut uns leid, ja? Du weißt, ich ziehe zwei Sachen in diesem Leben magisch an. Und das sind Frauen und Geld. Man sieht sich, wiederhören. Ey, ich kann gerade kein Bild machen, okay? Mein Cousin liebt dich, ehrlich jetzt. Ich rede kurz mit den Ladies und dann komme ich zu euch. Sorry für die Störung. Wie hieß du nochmal? Nissa. Nissa. So wie Nissan, das Auto. Wir werden uns wiedersehen, Nissa. Ich werde dich suchen, irgendwo. Okay. Weißt du, wo du mich findest? Wo? Da, wo das Geld ist. Platz da! Ich bin reich. Platz da! Ich bin reicher als ihr. Ich zeig mal deine Kohle. Kohle? Ja, doch, okay. Sorry, kurze Frage. Kann ich vielleicht vor? Ich bin VIP. Du bist VIP? Ja, klar. Sorry, kann ich mal als erstes bestellen? Ich bin VIP. Mach's mir einmal alles, bitte, ja? Habt ihr vielleicht eine kleine Spende? Ich will gerade eine Lambo mir kaufen. Einfach so ein paar, weiß nicht, 5 Euro oder so. Nee, ich bin selber broke, Bruder. Ich bin nicht broke, ich bin reich. Ich will noch reicher werden. Ja, dann bin ich auch voll dabei. Hey Siri, darf man mit 12 schon rauchen? Hey Siri, zählt es als Fremdgehen, wenn es mit einer Prostituierten war? Hey Siri, wie entführe ich eine Frau, ohne dass es jemand merkt? Weißt du, warum wir hier sind? Das ist quasi die Ebene, wo du dich jetzt gerade befindest. Du bist ganz unten. Aber wir können da zusammen hochkommen. Ich war genau hier. Ich habe hier gestartet. Alles, was du brauchst, ist eine Hand, die dir hochhält. Komm hoch, mein Freund. Du bist für was Besseres bestimmt. Ich sehe das in dir. Danke dir. Ganz oben. Aber ich noch. Sollen wir mal zusammen bellen? Komm, ich fühl's in dir. Einmal. Geht nicht. Ich sehe, ich glaube. Hi. Ich erzähle dir kurz mal meine Geschichte, ja? Ja. Trink zum Beispiel gerne Wasser, ja. Aber auf Dauer ist es manchmal auch ein bisschen wenig Geschmack. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann bin ich auf Holy gestoßen. Okay, pass auf, das blendet ein bisschen. Ich zeig's dir aber, ja? Das ist Holy. Oh. Du hast hier so ein Starter-Set. Das ist perfekt, wenn, wie du, man Holy noch nicht kennt. Ja. Also es gibt einmal Iced Tea, es gibt Hydration und es gibt Holy Energy. Das eine sind halt Energy-Drinks, ohne dass du irgendwelche Zuckerzusätze hast. Halt das einmal, dann kannst du es einmal probieren, ja? Mach das bitte einmal auf. Ein bisschen Wasser rein, halber Liter, ganz easy. Ja. Was nice ist, geht halt super schnell. Das ist jetzt hier zum Beispiel Apple Green Tea. Ja. Sehr zu empfehlen. Machst einfach so rein. Das ist ganz entspannt. Du musst es richtig shaken. So. So, jetzt hast du durchgeshakt. Okay. Und jetzt kannst du es probieren. Super. Boah, wow, das ist ehrlich gut. Ich würde sagen 9 von 10. Ja. Nice. Oh, das ist gut. Es ist ohne Zucker. Es ist gut. Ich gebe euch hier direkt. So eine Probepackung direkt mal mit. Dankeschön. Cheers, Buddy. Cheers. Gönnt euch das Starter-Set Deluxe mit der Hörmer 5 und spart noch mal 5 Euro auf die erste Bestellung. Frag, was du beruflich machst. Schule. Schule, ja.
Fußball, willst du Fußballer werden? Ja. Spielst du einfach nur Fußball zum Spaß oder willst du Geld verdienen? Geld verdienen. Ja? Ja. Das habe ich nämlich in dir gesehen, diese Einstellung, ja? Du strahlst es aus. Dankeschön. Du hast ein anderes Mindset als diese anderen Leute, die hier rumlaufen. Du willst da ganz oben mit Ronaldo stehen. Ronaldo ist ein alter Kollege von mir, ja? Ich habe ihm was gesehen, was ich in anderen Menschen nicht gesehen habe. Und das sehe ich auch bei dir. Was willst du als nächstes anpacken beim Fußball? Bestens Verein. In welchem Verein spielst du jetzt? Arminia. Bro, ich sehe dich in der Champions League. Aktuell bist du hier ganz unten. Aber ich sehe dich ganz oben. Du bist besser als die anderen. In dir steckt etwas, was in niemand steckt. Verstehst du? Komm, gib kurz deine Handynummer. Ich add dich in meine WhatsApp-Gruppe. Kann ich nicht. Ich gebe meine Insta. Bro, das ist deine Chance. Nein, nein, was für Insta? Das ist eine Chance, die ich gerade gebe, ja? Ich wusste, du musst in meine WhatsApp-Gruppe. Verstehst du das? Ja, verstehe ich. Ich kann meine Nummer nicht geben. Du kannst Porsche fahren. Ich gebe erst noch mein Instagram. Das reicht. Willst du für immer ein Brokey bleiben? Oder willst du oben sein mit mir? Die Sterne gehören uns, der Himmel. Sky is the limit, mein Freund. Überleg's dir, es ist nicht zu spät. Du findest mich dann, wenn du nicht mehr dran glaubst. Ich liebe dich, mein Freund. Ich auch. Wir machen ganz viel Geld zusammen. Du bist doch der von TikTok, oder? Andere Frage. Ja. Wisst ihr, warum Magnete männlich sind? Nein. Wenn sie weiblich wären, wüssten sie nicht, was sie anziehen sollen. Ja, okay. Können wir ein Foto machen? Nee. Macht Platz für den VIP. Komm, geh mal beiseite. Ja, ich bin reich geworden mit dem Scheiß, ja? Echt? Ja, klar. Schon mal auf einer Yacht gewesen? Ich bin eine ziemlich große Nummer mittlerweile, ja? Echt? Deswegen, ihr wolltet Fotos machen, oder? Nee, eigentlich nicht. Doch, wieso nicht? Voll cool. Komm, mach da mal ein Bild von mir. Bleib so stehen und geh Pause. Wow, das kann man auf Insta posten. Guck. Perfekt. Habt ihr jetzt schöne Fotos von mir gemacht? Jetzt machen wir aber noch eins zu dritt, oder? Ja, oder nicht? Das ist nur fair. Wollt ihr ein Bild machen mit mir? Ja. Ach so, einfach jetzt eins zusammen? Ja. Könnt ihr vergessen. Geht weiter, bitte.